Breitstadler, der erste Opernball als Ministerin. Wie groß ist die Vorfreude? Die Vorfreude für den Opernball ist immer riesengroß. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass ich heute einen Gast habe, Vice President of the European Commission, der Vizepräsident der Europäischen Kommission. Und Österreich hat einfach viel zu bieten, was Kunst und Kultur betrifft. Und das werden wir heute auch transportieren und nach Europa bringen. Is it your first time at the Vienna Opera Ball? It is my first time and I'm very honored to have been invited by my minister friend, Karin Alstalt. And I think, although we lost her from Europe, I think Europe lost it for a good cause, because Austria gained her back. Aus Ihrem Kerngebiet heraus betrachtet ist der Opernball ja auch hochspannend. Das ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor, oder? Ja, Ball ist eines der zentralsten Wirtschaftsereignisse in der Stadt Wien in Wirklichkeit. Spielt natürlich wahnsinnig viel Umwegrentabilität ein, aber er ist auch ein Wirtschaftsfaktor, weil wir sehr viele internationale Wirtschaftsgäste da haben. Also die österreichische Wirtschaft verwendet den Ball auch immer als Plattform, um Geschäfte anzubahnen. Das heißt, wir versuchen internationale Investoren, die in Österreich investieren wollen, für Österreich zu begeistern. Dafür ist ein Ball natürlich eine tolle Plattform. Wie viel Privat und wie viel Business ist denn der Opernball für Sie? Ich glaube, als Politiker ist es bei öffentlichen Veranstaltungen normal, dass man zu einem Großteil natürlich professionell unterwegs ist, aber es ergibt sich natürlich das ein oder andere private Gespräch auch.